Kuckuck. Und herzlich willkommen zurück bei Gothic 3 mit Ultram. Nee, warte mal. Wir müssen auf Englisch richtig gut verkaufen. Pass auf. Ultramoded. Klang scheiße, ich weiß. Aber ich wollte es mal versuchen. So, wir sind das letzte Mal hier in Kaptun eingelaufen. Mal gucken wir mal hier. So. Aber können wir mal hier irgendwo pennen oder sowas? Das Wetter, das ist ja ekelhaft. Oh, ich darf doch bestimmt hier dein Bett benutzen. Jo. Oh. Wisst ihr, wie blöde ich eigentlich bin? Hier links, mein Tisch steht voller Spirituosen. Also eigentlich nur Wasser. Dann eine leere Flasche Saft und eine Flasche Likör. Ich muss unbedingt zum Friseur, Mensch, das sieht ja furchtbar aus. Ich komme irgendwo rein. So, na gut, okay. Wir haben jetzt gepennt hier. Was willst denn du hier? Guck mich nicht so dämlich an. Ich habe nur in deinem Bettchen geschlafen. No, und aus deinem Becherchen getrunken. Und in deinen Pisspot gepisst. So, hier. Und reingeschissen habe ich auch. Ja, wer wollte mich jetzt hier auf ewig begleiten? Das war doch hier der Cyrus. Cyrus. Du hast nicht zufällig eine Tochter, die Miley heißt. Oh. Oh, Miley Cyrus. Hübsche Frau. Ein bisschen krank im Kopf, aber hübsche Frau irgendwo. Ja. Ich habe hier eine Flasche Schnaps für dich. Genau das, was ich jetzt brauche. Danke, Mann. Alles klar. So. Nee, wir stapfen erstmal ein bisschen durchs Dorf. Und den Rest machen wir dann. So, du Decker. Bist noch nicht lange hier, was? No. Dann pass mal auf. Wenn du was brauchst, dann kommst du zu mir. Die Orks handeln nämlich nicht mit jedem, klar? Ach, was? Verstehe. Jo. Guck mal. Buffett schickt mich. Er sagt, du sollst mich ausrüsten. Ja. Ach, sagt er das? Ja. Yep. Hört sich gar nicht nach Buffett an. Tja. Umsonst gibt's gar aber. Nichts, klar? Arbeite erstmal für mich. Dann reden wir über deine Ausrüstung. Hast du Arbeit für mich? Klar. Du kannst mir gleich mal ein paar Sachen besorgen. Ich brauche ein paar Heiltränke. 3 Stück sollten reichen. Hier in Kapdun ist es zwar recht ruhig in letzter Zeit, aber es ist besser, wenn wir vorbereitet sind. Ich brauche mein Heilequipment selber, Mann. Was halt... oh. Okay. Dann war hier noch irgendwo ein Dieb unterwegs. So. Wolfsfell. 10 Wolfsfälle will der Typ da haben. So. Die klauen wir uns hier alle mal irgendwo weg. So. Da ist nichts mehr zu holen. Ups, jetzt habe ich aus Versehen die Truhe ausgeräumt. Entschuldigung. So, Wolfsfell, Wolfsfell. So, im Normalfall sind die ja weiß hier im Original. So, hier sind... Warte mal. Was willst du? Du nimmst dir, was dir gefällt. Ah, ich? Das gefällt mir. Hast du Interesse an einem Job? Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Was ist das für ein Job? Im Lager von Urkras sind ein paar goldene Pokale. Damit wollen sie neue Sklaven. Wenn du dafür sorgst, dass sie verschwinden, bringe ich dir bei, wie du Schlösser knacken kannst. Will ich haben. Warum soll ich für dich stehlen, wenn du das Diebesgut gar nicht haben willst? Wir Diebe sind immer auf der Suche nach Leuten, die unser Handwerk besser beherrschen als wir selbst. Kann doch sein, dass ich noch was von dir lernen kann. Wie erkenne ich euch? Du wirst Männer meines Schlages erkennen, wenn du die richtigen Fragen stellst. Mit so einer Antwort habe ich gerechnet. Kennst du Kasia? Erzähl mir mehr über Diebe. Wir sind überall und nirgendwo. Immer auf der Suche nach einer Gelegenheit. Wir wissen meist, wo es richtig was zu holen gibt und verkaufen unser Wissen auch ganz gern. Wie nett. Nicht wahr? Uft. Habe ich uft in den Dialog reingemacht. Entschuldigung dafür. Ich werde es wieder tun. So, ja, Urkras. So, Phil. Was ist los?
Noch nie jemanden Schweinescheiße schippen sehen, oder was? Und lass das dämliche Grinsen, klar? hier. Warum machst du nicht etwas anderes als Scheiße schippen? Warum wohl? Die Orks haben mich dazu verdonnert. Ach. Ich hab dir gesagt, du sollst das dämliche Grinsen lassen. Mhm. Du warst nicht immer ein Schweinehirt, oder? Wer ist schon das, was er vor dem Krieg war? Frag doch mal alle Menschen, die noch nicht aufgegeben haben. Ich gehörte zur Miliz dieser Stadt vor dem Krieg. Enos weiß, was ich für die gute alte Zeit alles geben würde. Tja, ich würde auch alles für die gute alte Zeit geben, in denen ich meine Nekromantenbauer noch hatte. Du gehörst zum Untergrund der Rebellen. Rebellen? Dieses Wort ist mir zuwider. Wir sind einfache Bürger, die sich nicht in ihrem eigenen Land unterwerfen lassen wollen. Wie kann ich euch unterstützen? Das Leben hier draußen ist nicht ungefährlich. Also, wen soll ich töten? Nein, du sollst uns Waffen besorgen. Nichts Besonderes. Einfach 3 Bündel Waffen. Wann steigt die Revolution? Alleine schaffen wir das nicht. Die Orks sind in der Überzahl. Ein ziemlich starker Paladin namens Wenzel wird oben im Leuchtturm gefangen gehalten. Mit seiner Unterstützung würde ich das Wagnis eingehen, die Orks hier in Kabdun anzugreifen. Javier schickt mich. In Redok warst du also auch schon. Gut zu wissen, dass es Redok überhaupt noch gibt. Danke für die Nachricht. Jo. Finde den. Rufen Redok. Plus 10 ist gleich 20. So. Okay. Neuer Spoilerstand. So. Den Phil werden wir töten. So, genauso wie wir gleich seine Schweine töten werden. So, warte mal, wie viel Wolfsfälle haben wir? 4. So. Okay, dann würde ich sagen, wir machen erstmal die Sache hier mit Urkrass. Jetzt haben wir 5 Wolfsfälle. 5. So. Quatsch, wir sind hier vorne wieder. Wir sammeln erstmal den Sklaven hier ein. Wo ist der Kerl? Warte, einfach nur der Nase folgen. Da. Hast du zufällig den entlaufenden Sklaven gesucht, gefunden? So, Kollege. Harik. Hab ich einen Pickel auf der Nase oder was habe ich hier? Keine Ahnung. Was? Wie? Was willst du? Geh weg. Nö. Na gut. Ach nee, ich wollte doch was von dir. Was treibst du dich hier herum? Hey Mann, bleib ruhig. Ich suche nur ein paar Pflanzen. Ich auch. Pflanzen also. Hast du was Feines da? Klar, ich habe ein paar Heilkräuter. Du hast nicht zufällig ein Stück gebratenes Fleisch dabei, oder? Nein. Schade. Naja, macht nichts. Dann muss ich wohl die Pflanzen essen. Wie kann ich hier Pflanzen finden? Ach, das ist ganz einfach. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Zum Beispiel? An den Berghängen. Wenn man ganz viel Glück hat, findet man manchmal sogar ein ganzes Feld von Pflanzen. Du siehst nicht aus wie ein Kräutersammler. Schon gut, Mann. Du hast recht. Ich bin Sklave. Ich hab's aus Kabdun rausgeschafft. Du hast mich gefunden. Aber kein Grund, irgendwas zu überstürzen. Das ist richtig. Warte. Wir bringen ihn erstmal seine Pflanzen, damit wir die Quest hier, sein gebratenes Fleisch. Damit wir hier, noch die Quest und die Punkte dafür abfassen können. So, und dann liefern wir... Hä? Was ist los? Wem hast du uns gezeigt? Weg mit der Waffe. Entschuldige, dass ich euch geholfen habe. So, was wollten wir jetzt? Wolfsfälle wollten wir... Benimm dich in dieser Stadt, Neuling. Sonst wirst du als Fischfutter... Ja, halt doch dein Maul. Was? Wessen Haus ist das hier? Hier wohnt Uruk. Er ist der Boss der Stadt. Uruk. Komm nur nicht auf die Idee, ohne Erlaubnis durch diese Tür zu gehen. Klar? Ja. Nee, komm. Wir wollen jetzt hier erstmal zum Leuchtturm hoch. Wo können wir Fleisch braten? Hier können wir Fleisch braten, oder? Wir braten mal alles Fleisch, was wir haben. Rohes Fleisch. Ja. 4 gebratenes Fleisch erhalten. Super. Damit gehen wir direkt zu Harik zurück. Und bringen den wieder seinen Besitzer. Es kann ja nicht sein, dass hier die Menschen ohne ihren Besitzer rumlaufen. Ich meine, wo kommen wir denn da hin?
Mann, wo sind wir hier gelandet? Ja, dafür kann ich nichts. So, wir nehmen uns dann Cyrus unter den Arm und dann... So, ich bringe was. Ich habe Fleisch für dich. Jo. Super, danke, Mann. Hier sind die Heilpflanzen. Wir würden ein gutes Team abgeben, du und ich. Nein, danke. 3 Heilpflanzen erhalten. Ich bringe... Was hast du mir zu sagen? Ich komme aus dem Nest hier und es gibt bestimmt einiges, womit ich dir helfen kann. Also, willst du die paar lumpigen Goldstücke für meinen Kopf oder hilfst du mir, hier wegzukommen? Ich will lieber die lumpigen Goldstücke für meinen Kopf. Für deinen Kopf. Kein Interesse. Ja. Ich bringe dich jetzt wieder zu deinem Besitzer, Gamma. Genau, ich bin nämlich böse. Scheiße, bis auf die Mann, Knochen. Bleib ganz ruhig. Ich bin nicht auf Ärger aus. Lass uns reden. Keine Widerrede. Du wirst mir jetzt folgen. Ab mit dir. Schön. Wenn du dich nicht erweichen lässt, werde ich tun, was du sagst. Jo, Herrn Hopp. Ich bring dich weg. Ja. Gut. Was? Halt. Vielleicht gebe ich dir mal Heiltrank oder was? Ich hab nur einen. Holzfällig. Naja, ja. Nein. Die Quest war ja nun nicht wirklich schwer. Erstmal. Mein Sklave. Jo. Sehr gut. Jo. Wer weiß, was er sonst noch für Ärger gemacht hätte. Hier, diesen Sack Gold hast du dir verdient. Ja. Und wir beide unterhalten uns später. Freund. Ich will's aber jetzt wissen. Jo, guck mal hier. Erzähl mir mehr über euch Sklavenjäger. Um als Mensch bei den Orks im Ansehen zu steigen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst um Ruhm und Ehre in der Arena kämpfen oder ihnen auf andere Weise dienen. Wir Assassinen der Wüste besorgen ihnen frische Arbeitskräfte für die üblichen Arbeiten und ihre Ausgrabungen. Ihr Assassinen seid also nichts anderes als Söldner der Orks. Am besten, du besuchst unsere Städte in der Wüste selbst einmal, mein Freund. Dann wird dir schnell klar, welche Rolle das Volk der Assassinen in dieser Welt wirklich spielt. Wonach graben die Orks? Ihre Ausgrabungsstätten sind überall im Land zu finden. Wonach sie genau suchen, fragst du sie am besten selbst. Jetzt nicht. Keine Zeit. Zeig mir deine Ware. Ja, zeig mal her. Ui, was hast du denn hier alles? Was ist das denn? Benötigte Stärke 170. Wenn er wirklich weiterhelfen kann, der haben wir jetzt aber auch nicht unbedingt. Was haben wir hier zu verkaufen? Talent Schildparade. Die können wir auch wirklich erst alle tragen, wenn wir Schildparade und so einen Scheiß haben, oder? Könnten wir eigentlich für den Anfang Schildparade. Warte mal, 1000 hier Goldausgleich. So, das Ding behalten wir mal. Wir könnten tatsächlich, solange wir mit dem Schwert unterwegs sind. Wer konnte mir jetzt das beibringen mit der Schildparade? Wir hatten doch letztens einen gehabt hier, der mir hier beibringen konnte. Wer war denn das? Harek. Was willst du denn noch? Verschwinde einfach. Okay, lass mich in Ruhe. Wolfsfälle haben wir jetzt wie viel? 8. Wir müssen noch irgendwo 2 rumliegen. Wir gehen mal hier. Gamals Sklave ist wieder da. Er hat nur Gutes über dich zu berichten. Ja, warte, stimmt, war der das? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Hat er die Schildparade? Bring mir die starke Schildparade. Bring mir bei, wie ich mit dem Schild pariere. 10 Lernpunkte, 1000 Gold. Dazu bist du noch nicht bereit. Och Mensch. Nee. Dann bleibt's. No, nee. Wir gehen erstmal hier hoch. Warte. Warte mal, mit dem Urkreis. Warte. Wir fragen ihn erstmal. Ich soll Urkras seine Waren zurückbringen. Wo ist das Problem? Weißt du, wo ich sie finden kann? Nein, aber es treiben sich eine ganze Menge Rebellen und Banditen in den Wäldern herum. Vielleicht gehst du einfach mal an der Küste entlang. Es muss ja irgendwo Spuren geben. Was sind das für Waren? Keine Ahnung. Ich vermute der übliche Nachschub. Die komplette Küstenregion wird zurzeit durch Waren aus dem Mittelland versorgt. Du bist zufrieden? Nee, den Schweinehirten verpetzen wir später. Ja, den verpetzen wir auch. Ja, den Cyrus, wie gesagt, den nehmen wir dann mit.
wenn wir wieder rausgehen. Jetzt gehen wir erstmal hier oben nachsehen. So, was ist das hier? Ist das hier irgendwas? Nee. Heilpflanzen. Wie Heilpflanzen haben wir eigentlich? Wer wollte die Heilpflanzen haben? Heilpflanzen haben wir. Schnapsbeere, Heilpflanze haben wir 8. Sollten hier oben irgendwo rumstehen. Ich dachte, wann ist hier eine Höhle? War hier immer schon eine Höhle? Was ist hier in der Höhle drin? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Haben wir gerade eine Heilpflanze eingesammelt? Nee. Arena-Kämpfe machen wir jetzt auch noch nicht. Hier ist noch eine Heilpflanze. Ja. Hier ist noch eine Heilpflanze. Wir gucken gleich mal ins Questlog, weil die Heilpflanzen. Halt! Keinen Schritt weiter! Nein! Wir wissen. Ach, stimmt, da war ja was. Ich wollte doch bloß da hinten die Heilpflanzen haben, Mann. So. Das hätte ich dir vorher sagen können. Müssten wir eigentlich genug haben. So. Bist du hier, um in der Arena zu kämpfen? Noch nicht. Nee. Komm, nee. Hier müssen aber noch ein paar Wolfsfälle, 2 Stück, irgendwo rumliegen. Wollte der Jäger die 10 Heilpflanzen haben? Da können wir nämlich auf Wolfsjagd gehen. Warte, wir nehmen jetzt mal uns den Cyrus hier mit. Den Cyrus. So, liegt hier irgendwo noch Wolfsfell? Warte mal. Wir können aber nicht schleichen, können wir noch nicht, oder? Wolfsfell, hier liegt noch eins. Da fehlt uns noch ein Wolfsfell. Schleichen, das müssten wir auch was von dem Dieb lernen, oder? Das ist doof gerade. Wer bringt uns hier Schleichen bei? Wer war denn das? Das war der Dieb, oder? Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. So, Cyrus. Lass uns Banditen jagen gehen. Ha, sehr gut. Lass uns Ortega einen Besuch abstatten. Jo. Die Sau muss irgendwo hier in der Küstenregion seine Räuberhöhle haben. Sag Bescheid, wenn's losgeht. Das habe ich gerade getan. Komm mit. Alles klar. Jo. Können wir dir jetzt sagen, dass du zurückgehen sollst? Okay, können wir dir sagen. Falls ich die Schnauze voll habe von dir. Also. Wir halten aber auch mal auf dem Weg dann bei dem Jäger dort an. Bei dem Jens. Altes Wissen. Altes Wissen. No. Wir gehen auch mit dir Wölfe jagen. Silas, warte mal. Oho, ein neues Gesicht. Ich bin Söldner. Mein Name ist Silas. Ich bin... Eine weitere arme Sau, die versucht klarzukommen. Ich kenne das. Ist bei uns allen gleich. Ach gut. Was gibt es in der Stadt? Stadt? Kapdun ist viel, aber sicher keine Stadt. Hier gibt es nicht mal eine ordentliche Kneipe. Aber wenigstens bekommt man hier Arbeit. Du wirst schon zurechtkommen. Was machst du hier? Ich muss hier auf die Sklaven aufpassen. Okay. Entschuldigung, dass ich mit dich gefragt habe. So, komm Kollege, wir gehen jetzt erstmal... Nee, wir gehen nicht Wölfe hier. Ja. Den lassen wir mal liegen hier. Erstmal will ich Felle nehmen lernen. So. Weißt du, wo ich hier Heilpflanzen... Nun, wenn du weiter ins Gebiet... Pass aber auf, dass du nicht... Zeig mir deine... Nee, komm. Wir gehen erstmal zu den Banditen.
Die waren da unten, oder? Hier gerade, jetzt geradeaus waren die. Nee. Ich will die Wölfe noch nicht. Die will ich erst haben, wenn ich Felle nehmen kann. Ich will da mal was ausprobieren. Die waren doch hier, das war doch hier unten die Kante hier, oder? Wo die Banditen waren oder sind. Ich glaube auch damals, als ich damals Gothic 3 gespielt habe, das allererste Mal, damals in der Originalversion, waren tatsächlich die Kisten von Urkras nicht da. Quest dadurch natürlich unlösbar. Ja. Wir versuchen mal mit dem Bogen was zu reißen. Wo sind wir? Da! Komm, lauf, Mensch. Einen hätten wir schon mal. Schafft er den auch? So. Ja, komm, lass dich treffen. Muss ich fragen, ob das Harris das jetzt schafft dort. Der holt mich jetzt, oder? Nee, noch nicht. Oh. Bleib stehen. Der will mich aber essen hier, der Kerl. Speichern wir das Zwischenkommen. Speichern Zwischenkommen. Scheiß drauf. Oh. No risk, no fun. Wo ist meine... Hier. Räuber Hotzenplotz. Wenn es nochmal trifft, sind wir tot. Komm, hau ab. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich komme nicht weg. Ah, jetzt da. Der ist ja doof. Ist doof, wenn man kämpfen will und einer schießt auf einen, hä? Ich kenn das. Stell dich doch nicht jemand. Nein, schieß doch nicht auf den. So. Okay. Hätten wir das. So, Heilpflanze. So, wir fressen gleich mal ein bisschen was. Aber nicht unbedingt den Heiltrank. So, was können wir jetzt essen hier? Einen Apfel. Das 5% Lebensenergie. So, dann haben wir die Dinger, Buddelfleisch. Ja. Sind wirklich mal ein paar Heiltränke hier einkaufen, das ist ja furchtbar. Na, friss doch mal, Mensch.
Blöde bin ich eigentlich. So, okay. Durch stinkende Pilze hier uns raufgeheilt. So, okay. Die Kisten, Warenkisten haben wir. Waffenbündel haben wir hier. 2 von 5. So. Die Typen gehen wir auch gleich nochmal ausräumen. Wo gab es hier jetzt noch irgendwas zu holen? So, wir gehen mal direkt zu dem Jens zurück. Holzschild. Hast du das Holzschild jetzt aufgenommen? Hey. Lauf zurück. Du weißt, wo du mich findest. Ja. Das Problem ist, ich hoffe mal, dass der, wenn ich ihn wiederfinde, dass der wieder volle Power hat. So, wir flitzen jetzt erstmal zum Dings zurück. So, da ist der Orkhof. Da aber. Jetzt lasse ich mich fast. Ja, ist ja gut, der ist ja tot, Mensch. Schau. Mann. Da hat mir fast von einem Scavenger hier holen. So, in welcher Zeit leben wir? Alter, wir sind gleich wieder fertig für heute. Oh. Da sollte ich das Grunzen lieber den Schweinen überlassen. Die können das besser. Oh. Blöde Wölfe. Oh, der wollte die Wolfsfälle haben, damit er mir was beibringt, oder? Das war nicht die Heilpflanzen. Da muss ich, wo war das letzte Wolfsfell? Nee, nee, jetzt sind zwei Wölfe auf einmal, mit denen lege ich mich noch nicht an. Rohes Fleisch erhalten. So, wo war das letzte Wolfsfell? Wir suchen jetzt die letzten paar Minuten hier noch das letzte Wolfsfell. Das ist bloß doof, dass die hier so beschissen braun sind hier in der Mod. Ich glaube, hier hinten waren auch noch Wölfe, oder? Und normalerweise waren die ja immer weiß und dadurch leichter zu erkennen. Ja, macht mal. Ich komme dann später. So. Wo haben wir noch Wolfsfell? Eins fehlt uns noch, oder? Genau, 10 wollte er haben. Hatten die hier hinten jetzt noch eins liegen irgendwo? Wolfsfell, genau. Oh. Oh. Wir quaken erstmal mit dem nochmal. Oh. Hier, das dürften dann alle Wolfsfälle sein. Jo. Lass mal sehen. Ziemlich gute Qualität, dafür kriege ich sicher einen guten Preis. Jo. Wenn du willst, bringe ich dir bei, wie du jagst. Ja, danke schön. So. Bring mir was. So. So, zeig mir, wie ich Bestien Zähne, Krallen und Hörner. Nee, ich will erstmal nur Felle haben. 1000 Goldkröten hier. Dazu bist du noch nicht bereit. Ja, sowas ist bescheuert, ehrlich. Jetzt gebe ich wieder Haufen Gold, Haufen Lernpunkte aus für etwas, was ich gar nicht haben will. Warte mal. Wie viel haben wir hier? Nee, das war hier. Jagdgeschick, Jagdtalente. Jagdgeschick. Mir fehlen 125, brauche ich insgesamt. Hä, wo ist er hin? Hier. Da muss ich 5-mal das lernen hier. Bring mir was. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gut so. So, jetzt will ich Fälle nehmen. Dazu bist du noch nicht bereit. Alter, hast du noch mehr Probleme oder was mit mir? Lautloser Jäger, wie kann ich Viechern das Fell... Reptilien heute abziehen, Großwildjäger.
Wildjäger, Umgang mit dem Bogen verbessern. Die Biester geben einfach keine Ruhe. Ja, wir speichern das trotzdem erstmal. Wir brauchen es ja trotzdem irgendwo. So, kommen wir ja nicht drum rum. So, das wäre erledigt. Entschuldigung. Hier ist Cyrus. Ja, jetzt hat er wieder volle Power. Das ist sehr gut. Oh. Ja, wir sind eigentlich fertig für heute. Was war das denn jetzt? Haben die mich umgehauen? So, wir machen jetzt erstmal Feierabend. Wir sind jetzt schon wieder bei 31. So, gut. Ja, wie gesagt, die Mods machen es wirklich nicht unbedingt einfacher. Und weil wir ja hier auf Magie gehen wollen, dass wir so viele Lernpunkte sparen wollen, eigentlich ja, wie viel haben wir jetzt ausgegeben? Wir haben noch 25. Jo, den holen wir uns jetzt noch hier. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Das Problem ist, meine Erfahrung hier. Ja, in den Staub mit ihm. Ich werde niemand vermissen. Da wir sowieso an den Punkt kommen werden, wo wir alles rasieren hier, da sollen wir für die drei Wölfe die Erfahrung jetzt erstmal gerade egal sein. So, ich will mich jetzt episch hier irgendwo hinstellen und dann Feierabend machen. Wer wollte die... Nee, komm, wir stellen uns jetzt hier hin und machen jetzt an der Stelle hier Feierabend. So. Okay, dann soll es das gewesen sein heute, für heute. In der nächsten Folge geht es natürlich direkt weiter. Ich hoffe, das ganze Ding hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, wie gesagt, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wer neu auf dem Kanal ist, für ein Abo wäre ich natürlich auch sehr dankbar und würde mich natürlich sehr motivieren, hier Quietsch vergnügt hier weiterzumachen. Mache ich trotzdem, aber naja, ihr wisst ja, wie das läuft. Dankeschön, ciao.